Die Stadt Ufa in der russischen Republik Baschkortostan. Ufa ist die Hauptstadt der Republik Baschkortostan, die nach dem hier lebenden Volk, den Baschkiren, benannt wurde. Die Kultur der Baschkiren ist sowohl von Zentralasien als auch von Europa beeinflusst worden. Das Volk ist besonders für seine Gastfreundschaft berühmt. Die Stadt Ufa wurde im Jahre 1574 auf Anordnung von Iwan dem Schrecklichen als Festungsstadt gegründet. Die Stadt war Schauplatz des Pugatschow-Aufstands, bei dem zwischen 1773 und 1775 Bauern gegen den Zaren aufbegehrten. Zum Helden Baschkortostans wurde in diesem Aufstand der Baschkire Salawat Yulayev, der an der Seite Pugatschows kämpfte und zur Freiheit Baschkiriens aufrief. Heute ziert seine Reiterfigur sowohl das Staatswappen Baschkortostans als auch die Stadt Ufa in Form eines großen Denkmals. Dieses steht auf einem Hügel, von dem aus man einen atemberaubenden Blick über den Fluss Belaja hat. Es ist das wahrscheinlich populärste Denkmal der ganzen Republik. Der Belaja-Fluss ist 1430 Kilometer lang und fließt durch ganz Baschkortostan. An den Wochenenden gehen viele Paare und Familien mit Kindern an seinen Ufern entlang spazieren. Ufa ist eine Universitätsstadt. Außerdem gibt es weitere Hochschulen und besondere kulturelle Einrichtungen. Wirtschaftlich ist Ufa durch die Erdölindustrie geprägt. Auch für die Künste bietet Ufa ein reiches Repertoire. Neben der baschkirischen Oper, der Staatsphilharmonie und mehreren Theatern gibt es interessante Museen. Im Museum für Archäologie und Ethnologie zum Beispiel kann man sich einzigartige Hinterlassenschaften der Sarmaten anschauen. Die erhaltenen Kunstwerke sind häufig aus purem Gold gearbeitet und mit kostbaren Edelsteinen verziert. Baschkortostan ist zudem für seinen Honig berühmt. Als besondere Delikatessen gelten weißer Honig und Lindenblütenhonig.